So, machen wir mal einen Test für eine Aufnahme und gucken mal. Ja, das klappt ja schon mal so gut wie gar nicht hier. Also was wir auf jeden Fall ändern müssen, ist, dass ich eine Webcam, also dass ich mir die externe, ich habe die externe Webcam jetzt wieder ans Laufen bekommen. Ich muss offensichtlich jedes Mal einfach nochmal im OBS explizit aktivieren und anwählen. Dann funktioniert es. Und kann hier auch wirklich erstmal das funktioniert nur. Ich kann nicht direkt im Spiel starten, weil ich da dann keinen Mauszeiger habe, mit dem ich dann auf Aufnahme starten gehen könnte. Sondern muss es dann quasi hier so machen. Und dann sind wir aber mitten im Spiel. Ansonsten finde ich das, was ich jetzt da so sehe, ganz prima. Der schwarze Balken oben am Rand, der ist quasi zusätzlich, der nimmt nichts weg vom Bild, sondern der ist entstanden, weil die Auflösung vom Spiel ein klein wenig anders ist als die für mich hier, die ich für Twitch nutze. Und ja, was daran liegt, dass der zweite Monitor eine 1080er Auflösung hat. So sieht's aus. Und das andere Ding hier halt eben eine wesentlich höhere. Ja, herzlich willkommen bei Bauchi auf Sendung in einem Let's Play Minecraft 2020. Wir tun hier immer so, als hätten wir bestimmte Worte nicht so ganz richtig verstanden. Ne? Da hat gerade der Rechner ein klein wenig gelaggt. Normalerweise läuft das hier aber wirklich nice durch. So, und ich kann da oben auf dem großen Rechner, auf dem großen Monitor gucken, das ist prima, und dann kann ich da spielen. Hab natürlich hier dann auch, wenn ich das streame, den Chat überhaupt nicht im Auge. Dafür bräuchte ich eventuell einen dritten Monitor oder muss zwischendurch mal, wenn soweit alles läuft, im OBS einfach auf den Browser wischen. Wo ich dann lesen kann, was die Zuschauer so geschrieben haben. Ja, hier an dem Mäuerchen habe ich eben noch ein klein wenig rumgebastelt. Ich bin hier in meiner Survival-Welt, die ich auf friedlich stehen habe. Das wollen wir im Stream auch so machen, damit wir uns auf Wesentliches konzentrieren können und wenigstens im Minecraft mal einfach ein Grundstückchen für uns haben. Wo uns keiner auf den Piss geht, wo wir einfach in Ruhe machen können, was wir wollen. So, jetzt bin ich wieder an der Stelle hier, wo ich eben schon gemerkt habe, dass mir hier auf den Piss geht. Also Gelände darf man ruhig auf den Piss gehen. Ups. Weil das kann man ja terraformen quasi. Ne? Ach, guck mal an. Geht die nächste Höhle rein. Das will ich aber nicht. Nee, da ist gar keine Höhle. Ah, hier könnte man höchstens. Ja, das ist ja auch süß. Ja, machen wir das mal nicht zu, sondern lassen diesen Zugang und machen hier. Ups, jetzt war schon wieder auf den Dings gedrückt. Hallo? Ach, Quatsch, Mann. Da muss ich auf die 3 gehen. So. Machen wir das mal so, dass man da noch runterkommt. Auch noch weg. Ja, aber das geht jetzt eigentlich. So, wenn man hier von der Mauer entlang kommt, dann kann man hier geradeaus gehen. Und da kann man daran vorbeigehen, wenn man möchte, und hier hingehen. Ja, das ist doch dieselbe Stelle, nur ein bisschen tiefer. Das ist doch eigentlich Blödsinn, ne? Ja, lassen wir es mal einfach. Ich hatte gedacht, man könnte hier vielleicht noch eine kleine Terrasse hinbauen oder so. So. Vom Kuhfeld.
Ja, und im Stream werden wir dann auf jeden Fall auf einem anderen Server spielen, weil das hier ist quasi mein lokales Spiel. Wenn ich offline spiele, kann ich das auch spielen. Es geht halt auf dem Server mit anderen zusammen dann halt nicht so gut, also machen wir das da anders. Und Manu hat einen Server besorgt, da haben wir gestern auch schon ein bisschen drauf rumgespielt. Komme ich aber heute nicht rein und ich kann auch heute nicht streamen, weil das Internet hier sich heute mal kurzfristig verabschiedet hat. Ich bin ein bisschen doof, jetzt habe ich mir Fallschaden geholt. Hier muss ich auch vorsichtig laufen, sonst hole ich mir den nächsten. So. Ach, hier ist wieder. Müsst ihr hier so doof rumwachsen? Wobei diese Bäume habe ich alle selber gepflanzt, da darf ich mich nicht beschweren, dass sie da so doof rumwachsen. Was ich eben als letztes. Was machst du hier? Kannst du bitte in den. Zurück in den Kuhstall. Du läufst völlig falsch. Ach, leck mich doch. Lauf doch rum, wo du willst. Mir egal. Hier ist halt eben Schafherde und dann läuft auch eine Kuh mit rum. Die meint, sie wäre ein Schaf. Und die läuft hier einfach so rum, weil Kuhherde ist eigentlich hier hinten angesiedelt. Ja, kommen wir von hier aus nochmal ran. Da waren wir ja gerade eben. Ne? Hier ist Kühe. So, und ich wollte die Terrasse nochmal gucken. Ja. Können wir auch eigentlich noch ein bisschen breiter machen. So, nicht ganz. Aber den einen noch, den nehmen wir noch. Und noch ein. Ja, so. So schön. So ist schön. Da kann man hier oben vielleicht irgendwann auch mal noch irgendwie ein kleines Häuschen hinsetzen oder sowas. Irgendwas, dass man hier oben rumchillen kann. Ich habe mir gedacht, da oben wäre ein netten Tütchen zu rauchen, so. Aber noch nicht. Oh, aber hier gehen wir mal auf, nee, auf 6 ist das. Und da setzen wir hier noch ein paar Fackeln hin, weil. Wie machen wir das denn hier? Können wir nochmal oben hoch? Ja, wir können einfach hochstacken. Ne? Hier auf 2. Da mal. Und dann setzen wir hier noch ein paar Fackeln drauf. Chop. Chop. So, da war ich nämlich eben mit beschäftigt, Fackeln zu setzen. Können wir hier auch so auf jeden zweiten eine drauf machen. Schön, dass jetzt Nacht wird, dann sieht man das auch mal. Da, zwei, jede zweite, prima. Das passt ja mal richtig. Das ist der alte Teil der Mauer, den habe ich hier schon vor einer Weile gebaut. So. Dann setzen wir hier auch noch eine hin und fangen da auch auf der ersten an. Und die nächste. Hast du noch genug? Das hier ist alles, das habe ich heute hingebastelt. Weil dadurch, dass ich gestern mit dem Manu da auf dem Server gezockt habe, war ich heute richtig angefixt und habe auch echt gerade Bock drauf auf dieses Let's Play. Das wird wahrscheinlich das schlechteste Minecraft-Let's Play aller Zeiten. Weil es aber auch eigentlich gar kein Minecraft-Let's Play sein soll. Was haben wir da? 4 Blöcke dazwischen und hier sind. 3 Blöcke dazwischen. Wollte ich mich verarschen, wieso ist immer so? Dann passt es so. Ne? Habe ich da oben auf der Brücke auch machen müssen. 2 nebeneinander hier. Weil die Brücke nicht so ganz mittig ist. Die habe ich auch eben noch gebaut. Deswegen fehlen hier alle noch die
Stufen und sowas alles und Länder und hast du nicht gesehen. Aber hier ging es mir erstmal darum, dass ich hier mal wieder irgendwie rumlaufen kann. Das habe ich auch eben alles gebaut. Da hinten die Mauer habe ich eben gebaut. Ohne dass ich da hinten die ganze Zeit über den Berg laufen muss. Wenn wir jetzt hier. Hallo? Falsche Stelle. Entschuldigung. Hier. Ich denke, es ist die Hülle weg. Gibt es dann auch einen Ausgang für Eingeweihte, die wissen, wo sie langlaufen müssen? Außerhalb der Burgmauern, weil es gibt kein Tor in der Burgmauer. Man kommt nur durch diese Höhle rein und raus. Und hier habe ich eben mir ein paar Akazien gepflanzt. Drei Samen hatte ich. Super geil. Aber hier soll jetzt ein bisschen mehr Holz und Wald hin. Dieser ganze Berg da hinten, der war mal. Jetzt super, jetzt bin ich außerhalb der Burgmauern und kann es nicht zeigen. Ja, hier, die habe ich eben da halt noch hingebaut. Ach, und hier das Vulkantor. Kann ich auch mal zeigen? Hier kommt so richtig schön Lava raus. Ja, hier ist soweit alles relativ grün. Hier nicht so. Das wird dann alles auch noch grün gemacht. Ich will das alles noch quasi wieder begrünen ringsrum. Weil hier war es hinter der Mauer. Kann man hier drauf drüber gucken? Ich zeige Ihnen, was ich zeigen will. Nee. Aber man kann. Nee, kann man nicht. Aber dann haben wir das auch mal weggemacht da. Zack. So. So, hier ist noch ein Höhleneingang. Nicht runterfallen. Der geht aber in eine andere Höhle. Ne, die geht überhaupt nicht in eine Höhle. Geht nirgendwo. Doch, da hinten lang. Ne, auch nicht. Ach, das ist noch nicht. Das ist. Dafür habe ich hier so ein blödes Ding. Ich dachte, das wäre ein Höhleneingang. Da hatte ich da schon alles zugemacht. Das kann auch sein, dass da eine Höhle war. So wie hier, hier ist noch der Kackstift, um zu zeigen, hier war eine Höhle, die habe ich schon zugemacht. Also kann ich das hier im Prinzip auch mal wenigstens so weit abbauen. Komm schon ran. Ja, aber da ist eh noch einer drüber, ne? Super, jetzt muss ich doch einen hochstacken hier. Oder ich lasse das Licht einfach da oben leuchten. Warum nicht? Ja, waren sogar noch zwei da. Hier hängen sowieso die ganze Zeit solche Klötze. In diesem Biom hängen die ganze Zeit so schwebende Klötze noch irgendwo rum. Ups. Na, hier fängt jedenfalls so dieses Grau an und wenn ich jetzt mal wieder auf die andere Seite von der Burgmauer gehe. Dann sieht man hier noch, dieser ganze Berg war mal komplett grau. Auch hier das alles. Und das habe ich alles schon mit Erde überdeckt. Und das gleiche möchte ich halt hier eben auch noch machen und möchte im Prinzip innerhalb der Burgmauer, sprich so im Rahmen, man sieht bis das da hinten, wo er so geht, so diese ganze Massiv hier noch quasi auch schön grün machen. Ich meine, es ist halt ab dieser Höhe dann halt eben auch eben weiß, aber dann habe ich mir gedacht, hier oben hätte ich gerne auch noch irgendein. Wow. Evil Chicken. Hier baue ich mir vielleicht ein Iglo hin. Aus Schnee. Das war mal eine nette Idee. Ja. Und das da kann dann meinetwegen so grau bleiben, wie es ist. Und der Hügel da. Das ist eh meiner. Glaube ich. Ne? Das ist doch der, ne? Ja, das müsste mein Berg sein.
den ich ausgehöhlt habe. Das heißt, hier hinten müsste irgendwo das offene Loch sein. Ja, das sieht sehr danach aus. Da ist es. Da ist es. Das offene Loch. Wo ich von oben hier besser Shift drücken, bevor man springt. Aber ich kann runterspringen, weil es ist Wasser da. Machen wir das mal. Tschö, Geronimo. Aua, Scheiße. Fuck. So. Alles klar. Das ist das Schöne, wenn man friedlich spielt, dann kann man nicht allzu leicht sterben. Auch. Aber ich bin hier schon noch drauf gegangen. Dieses Lagerfeuer habe ich mir hingesetzt eben noch. Achso. Das ist die Höhle, die ich letztens gezeigt hatte. Also die habe ich hier wirklich und nicht creative, sondern Survival-Modus von, also ich wollte halt diesen Eingang hinter einem Wasserfall haben, also habe ich mir da oben einen Wasserfall hingebastelt und habe dann hier irgendwann angefangen so dahinter zu buddeln und dann einen Eingang zu buddeln, hier Gras überall hinzupflanzen. So, und dann hat man da, hier kann man sehen, das ist alles noch quasi der Naturstein, wo ich einfach nur einen Gang durchgebuddelt habe. Und hier, das ist halt der Cobblestone, den ich so dann zum Bauen wieder benutzt habe. So, und diese ganze Höhle, komplett inklusive des Lochs da oben bis halt eben da oben raus, habe ich halt wirklich Klotz für Klotz hier rausgeholt. Und das ist ja erst die Vorhöhle, das ist ja erst die Vorhaut. Da alles schön pflanzt. Hier kann man sich auch schön hinsetzen und Tütchen rauchen. Ach, wie ich darauf stehe, ne? Ich finde es echt einfach schön. Da hinten sind noch Zimmerchen. Hier soll, wie gesagt, die Küche dann irgendwann mal rein. Die wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen rausgeklotzt. Hier geht noch eine Tür auf, die hinten rausgeht. Aber hier regnet es. So. Irgendwie regnet es in der letzten Zeit sehr viel in Minecraft. Hier kann man da eigentlich mal weiter busteln. Da guckt, das ist der Grund. Ja, kriegt die halt eben vielleicht. Da kommt aber direkt hier der Wasserfall, ne? Mal gucken, ich werde hier mit Glas arbeiten. Ich werde das hier ungefähr in der Art machen, wie ich das da hinten habe. Kann ich auch mal hinlaufen und zeigen? Yeah. Laufen wir einen Speedrun hier. Schnell. So eine Ecke, wie ich mir da gebaut habe. Hier, da. Da ist, wenn man reingeht, quasi auch ein Essraum oder was auch immer, wo ich halt eben mit Glas das dann eben diese Ecke zugemacht habe und dadurch halt eben diese Aussicht geschaffen habe. Und ich glaube, sowas machen wir da hinten auch, wo die Küche ist. Habe ich nicht noch Glas? Moment mal, ich habe eben auf jeden Fall Glas produziert. Das müsste hier drin sein. Nein. Dann da. Ja. Die brauche ich erstmal nicht mehr. Das ist jetzt hier von meinem Mauerwahn noch übrig geblieben. So.
Wie weit sind wir hier eigentlich? Bei 20 Minuten, alles klar. Bisschen im Auge behalten, dass es nicht zu viel wird. Ne? Ist ja nur ein Test gerade mal. So, zurück zur Küche und gucken, dass ich gemacht bekomme, wovon ich gerade gesprochen habe. Aber da muss ich irgendwie, ich gehe da mal außen rum, weil ich glaube, ich muss da halt eben nach dem nach diesem Wasserfall mal gucken. Ich glaube, ich bin ein bisschen weit gelaufen. Nee, nein, nein, bin ich nicht. Da ist. In diesem Ding ist die Höhle. Ne? Und da hinten. Da habe ich gebaut. Da sehe ich es. Und hier ist das Loch. Und hier muss ich im Prinzip jetzt gucken, wie ich das hinbekomme. Das müsste eigentlich so machbar sein, wenn ich hier die einfach ganz, ja, super scheiße, super, genau das wollte ich eigentlich verhindern. Jetzt laufen vor allen Dingen die scheiß Küche voll. Super. Egal, was soll es? Ja, noch nicht, noch läuft sie nicht voll. Ich mache hier einfach mal einen Klotz. Ne, dich nicht. Du kannst weg. Oder doch, hier brauchen wir auch auf jeden Fall noch eine Lage. Dahin. Und jetzt muss ich im Prinzip von innen. Ha, nass ein bisschen trocken hüpfen. So, die hier. Das ist jetzt natürlich so rum und ganz schnell ersetzen. Das ist jetzt viel zu wenig, ne? Na. Dann machen wir das nachher da weg, würde ich sagen. Hier mal Glas rein da und dann hier die Spitzhacke wieder und dann buddeln wir das da auch noch weiter. Auf. Die auf jeden Fall auch weg. Hier machen wir auch noch weg. So, und das Ganze dann auch raus. Das da auch. Weg. Weg. Das alles weg. Haben wir ein Glück, ne? Dass ich da schon einen gesetzt hatte. Prima. Das heißt hier Glas, 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 Glas. Da. Nein. Manchmal ist mein Ding ein bisschen schnell. So, was mir jetzt natürlich überhaupt nicht gefällt, ist, dass da Dreck drunter ist, ne? Dort. Das sieht da auch kacke aus. Das habe ich aber hinten auch so. Egal, gehen wir mal draußen gucken, wo es nass ist. 7 Scheiben habe ich noch. Da würde ich sagen,
Dann waren es nur 6. So, aber innen drin, jetzt haben wir das außen so ein bisschen quasi rund und innen ist es gerade. Ja, perfekt, alles klar. Aber das ist ja trotzdem viel geiler. Ich mach die mal alle weg. Ich mach das Glas draußen mal weg. Bis auf halt die erste Reihe. Und dann halt auch die ganze Erde weg. Nein, nicht die. Ha. Alter, willst du mich verarschen? Warum geht die Erde nicht weg? Ist das, weil das hier unter Wasser ist? Ja, wie gesagt, das wird das miserabelste Minecraft-Let's Play werden, weil ich ja auch voll der Noob bin. Aber wie gesagt, es wird in dem Minecraft-Let's Ma Mindcraft. Wow, schnell hoch, Luft holen. So, jetzt kannst du wieder rein. Es wird nicht ums Minecraft selber gehen, sondern wir wollen ja Mindcraft machen, das heißt uns im. Komm schon! Mach schon! So, atmen. Ja, aber das wäre schon sinnvoll, wenn ich die dann da. Nee, die ganze Wand muss weg. Das muss ich alles mit. Aber doch, das ist. Das kann ich doch weg. Hier ist doch eine ganze volle. Aber ich sollte eventuell vielleicht erst Boden einziehen hier. Also das alles wegmachen, bevor ich außen noch was wegmache. So, was machen wir hier für den Boden rein? Ich bin mir unschlüssig. Wir könnten mal gucken, was wir. Ich habe hinten noch Kisten mit massenweise Steinen. Ja, wenn man einen Berg aushöhlt, dann ist er dann halt, ne, hat man die Kisten voll. Ja, vor allen Dingen damit. Zwei Kisten, sogar drei Kisten. Holzboden wäre eigentlich auch schön. Eigentlich wäre der da schön, ne? Da haben wir sogar im Inventar. Ach komm, wir machen Holzboden. Wir machen es so, einfach weil wir dann mehr haben. So, kann man hier das Stack fast hier. Dafür kann der Cobblestone nochmal raus. Bödip. Das war mein WhatsApp im Browser. Ja, können auch hier lang gehen. Das Lagerfeuer nochmal gucken. Ah, voll schön, dass es das jetzt gibt. Oh, das hat 5, ne? 5. So rum. Komm schon. Dann kriege ich die Küche einen Holzboden, das Ganze hier
Also kann man eigentlich ja direkt mal machen, wo man davon redet. Und ich denke, dann bekommt die auch. So. Also es soll ja nur eine Küche sein, da soll halt eben vor allem ein Herd rein und sowas. Und jetzt muss die aber nicht dann klassisch wie eine Küche ausgerichtet, eingerichtet sein, mit Esstisch und was weiß ich was und massenweise Schränke. Vorratsräume haben wir in dieser Höhle woanders auch. So, dann reicht das Holz auf jeden Fall. Und auch noch, um im Prinzip das hier auch noch zu machen, ne? Ups. Die Türen auch kurzzeitig weg. So, sammeln wir wieder ein. Und machen hier nochmal vier Blöcke von der Fünf rein. So. Also meine rechte Maustaste ist manchmal ein klein wenig schnell. Dann gehen wir auf die 8 und setzen eine von den Türen wieder hier hin und die andere dahin. Prima. So, jetzt können wir draußen schippen gehen. Tür auf. Was? So, die kann dann diese. Komm schon. Boah, ne, das schaffe ich nicht mehr, ne? Auf hoch atmen. Komm schon. So, jetzt machen wir hier. Uah. Ja, ist ja gut, ich komme schon. Können wir da nicht wenigstens so? Super, wenn man aus dem Wasser raus ist, kann man besser buddeln und im Wasser. Verstehe ich nicht. Wenn ich wenigstens Sachen, die unter Wasser sind, schlechter rausholen kann. Naja, egal. Muss ja nicht logisch sein. Soll ja nur Spaß machen. Ah. Hier, warum geht das jetzt nicht? Bloß weil ich jetzt unter Wasser bin, ist doch das Material jetzt nicht anders. Diese da. Venga. Poquito más rápido, por favor. Und dann raus und aufatmen und wieder rein. Und den nächsten Block. Jetzt muss ich diese ganzen Blöcke noch. Ich habe den Eindruck, wenn ich Shift drücke, geht es schneller. Definitiv. Keine Ahnung warum, aber da kriege ich auf einmal mit den ganzen Luftblasen locker 2 mit abgebaut. Sehr schön, wunderbar. Und vollgeatmet, vollgeatmet. Wieder rein. Shift drücken. Komm, ihr macht erstmal das hier.
und raus, atmen. So, und wieder rein. Boah, und da muss ich noch einen ganzen Layer hier. Na, wer sagt, dass ich das muss, ne? Wie gesagt, regenerieren uns hier relativ schnell. So, rein da und runter. Bevor ich weg bin. So, zack. So, jetzt gehen wir in der Küche mal gucken. Die letzte Reihe da wirklich raus muss. Also ich würde sagen ja, ne? Und eigentlich muss da auch noch einer weg. Es sei denn, wir machen hier wirklich so Herd und bla 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 so auf die Höhe, dass das da und nehmen die wieder raus und ersetzen die zum Beispiel durch einen netten Holzrahmen. 16 haben wir noch. 16 Holz haben wir noch, ne? Dann kommt immer wieder raus hier. Ich weiß, ich habe die Hacke gerade kaputt gemacht, aber ich habe vorgesorgt und habe noch etliche viele mehr. So, dann machen wir das so einfach. Und so. Dann kann man immer noch da raus gucken. Gut. So wollten wir das haben. Ja, dann sind wir schon bei 37 Minuten. Das ist quasi eine gute Zeit, um aufzuhören. Tschüss mit F. Sehen Sie in der nächsten Folge. Ach so, hier auf. Ach nee, erstmal aus dem Spiel raus und dann Aufnahme stoppen. Wir lernen, wir kriegen das alles hin. Ja. Tschö.